Komm zurück zu Wurm und Schild, hier geht irgendwas ab. Hallo Michael, dein Sieg über Roya war echt beeindruckend, gut gemacht. Damit hättest du dann auch die Arena-Challenge abbestanden. Das kann ich dir nur gratulieren. Das müssten wir eigentlich feiern, aber dafür bleibt uns leider keine Zeit. Ist nämlich so... Ja, ich komme mal. Was ist denn los? Erklär's mal. Dieses Licht über Claw City ist nichts anderes als die Fenstronate aus der Legende. Dasselbe Phänomen wie damals also, als unzählige gigantische Pokémon in Gala wüteten und beinahe die gesamte Region in Schutt und Asche gelegt hätten. So ist es. Wie wir wissen, ist das Dynamax-Phänomen nur durch die Energie der in der Gala-Region eingeschlagenen Wurmsterne möglich. Aber wir Menschen sind bisher leider nicht dazu in der Lage, diese Energie zu kontrollieren. Doch das könnte sich ändern, wenn wir mehr über die zwei legendären Helden wissen. Das Schwert und der Schild aus der Legende. Sanja, Liebe, ist der Moment ist gekommen. Bitte nimm meinen Kittel. Was? Ist das nicht auch ein bisschen zu früh, Oma? Wait, what? Kann man auch falsch verstehen. Ich bin doch noch gar nicht mit meiner Forschungsarbeit fertig. Und genau deshalb sollst du ihn jetzt haben, damit du deine Arbeit gut zu Ende bringst. Was? Oh! Oh! Damn, girl! Jetzt bist du Professor Sanja! Danke! Löse das Rätsel um die zwei legendären Helden, die ein Skala vor der finsteren Nacht bewahrten. Finde heraus, was wirklich hinter dem Schwert und dem Schild aus der Legende steckt. Das werde ich, Oma. By the way, warum hat sie auf einmal nur so ein... Naja, ist ein wenig freizügiger als vorher, okay? Wie auch immer das zustande kam. Ich will unbedingt sehen, wie du oder Hop gegen Delian kämpft. Aber überlass den ganzen anderen Kram ruhig mir und geh nach Score City, okay? Los, ab zum Bahnhof, der nächste Zug fährt bald ab. Ach, jetzt müssen wir doch zum Bahnhof. Ach so. Yes. Okay. Interessant, dann können wir doch nochmal mit allen Bahnhöfen sprechen. Das machen wir jetzt im Jahr, das ist jetzt mein Ziel. Ist mir egal, was ihr sagt, das mache ich jetzt, Punkt. Ach so, sie im Riemen muss ich nochmal zwei Wochen umtauschen. So. Trainieren soll ich? Wirklich? Muss ich wirklich trainieren? Ich habe keinen Bock. Ich will jetzt aufnehmen, 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 bis ich die Hauptstory durch habe. Wie lange will ich eigentlich heute aufnehmen? Oh, mal schauen. Yeah. Oh Gott, das Spiel laggt. Oh, damn. Nice. Alle feuern mich an. Super. Und hier gibt es auch Küche. Hier gibt es alles irgendwie. Ich lebe, um zu essen. Ich werde nicht ruhen, bis ich alle Restaurants in sämtlichen Bahnhöfen gar das ausprobiert habe. Okay. Was? Hey, stopp, warte, Maike. Ich habe Roy besiegt. Alles, was ich brauchte, war eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Und zack, geschafft. Oh, wir kämpfen, oder? Im Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte Quasselstrippe, Kleiner. Oder hast du von dem Drachenorden erkämpft? Hast du von mir den Drachenorden erkämpft? Daran lässt sich nicht rütteln. Dein stürmischer Kampfstil hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Hör gut zu, ihr zwei. Wenn ihr... Ich will sehen, dass ihr beim Champ Cup alle aus dem Weg räumt und sich einer von euch einen Showdown mit Delian liefert. So machen wir das. Ich bin natürlich der Favorit. Und gleich dahinter folgt Maike, meine direkte Rivalin. Ich lasse es ordentlich krachen und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Roy. Oh, Maike, unser Zug ist da. Ist er das? Ich wollte mich umsehen, aber durfte ich anscheinend nicht. Tja, ist dann manchmal so. Weiß ich, vielleicht mache ich das noch. Mal schauen. Süß. Score City, da sind wir bald. Ich will mir so viele Sachen ansehen wie möglich. Da gibt es riesige Türme und die Monorail. Und natürlich das Score der Stadion. Dort liefern wir beide das coolste Match aller Zeiten, klar? Ganz Gala! Nein, die ganze Welt wird uns zusehen und staunen. Okay, warum stehst du jetzt auf? Lull? Oh, wir sind angekommen, wie es scheint. Wie sähe rote Zehen wohl aus, wenn der Schnee komplett schmelzen würde?
bedeckt, Schnee bedeckt. Wutschup, wutschup. Wutschup, wutschup. Ich könnte das den ganzen Tag lang machen. Warum finde ich das so geil? Oh Mann, was ist los bei mir? Wir sind in Score City, Leute! Score City! Obwohl, wir sind noch gar nicht da. Oh. Da werden wir Route 10. Wow, schau dir nur diese Wände an. Die sind alle aus Schnee und Eis. Hier will man dir sicher nur so von Eis-Pokémon. Jetzt geht's um alles oder nichts. Wenn wir gut genug für den Champ-Cut sein wollen, müssen wir ordentlich ranklotzen und uns so richtig ins Training hängen. Aber ich glaube fest an mein Team und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, ich setze mich dann schon mal ins Vergnügen. Wir sehen uns am Eingang von Skull City, ja? Okay. Ich hoffe wirklich nicht, ich muss trainieren, aber ich werde auf jeden Fall nochmal, bevor ich den Champ mache, das nachschauen. Oh, Petsneef! Petsneef! Oh, warum steht es jetzt? Warum hat es die Arme so ganz vorne? So kenne ich Petsneef gar nicht. Und ich habe das Gefühl, der Schnodder ist viel größer geworden, viel dicker. Kann das sein? Vorher war er noch viel kleiner, oder nicht? Aber Petsneef ist so süß. Es wird später zu so einem richtigen Killer-Pokémon. Siberio, glaube ich, heißt das. Das ist so krass geil. Hi. Da kommt ein Pokémon? Nein? Okay. Schneebedeck ist ein sehr cooles Pokémon, by the way. Warte, habe ich jetzt gerade richtig gelesen? Schneebedeck ohne C? Schneebedeck? Auch ohne T? Mein Leben ist eine Lüge. Das Ding heißt Schneebedeck. Und ich habe sie all die Jahre nicht gewusst. Nein! Das verwirrt mich gerade voll. Mein ganzes Leben lang dachte ich, das Pokémon hieß anders. Mein Leben ist eine Lüge. Und ich bin nur ein Schatten meiner selbst. Na, warum stirbt es? Bitte, bitte! Dieses Spiel ist einfach zum Kotzen. Das wird beide mehr zum Rex Blizzard, das Vieh hier. Für die, die es nicht wussten. Winde, winde. Ja, komm, lass was. Ich wollte nur noch mal den Schrei hören. Winde, winde. Oh, Galapantimus! Hallo, was geht? Ist ein sehr besonderes Pokémon. Denn es hat. Oder hat es eine Giga Dynamax Form? Ich habe mal irgendwas davon gehört, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht, ob das auch so stimmt. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob ich überhaupt trainieren soll oder nicht. Kommt mir jetzt überhaupt nicht vor, dass ich trainieren muss. Nein, am Ende noch. Oh, du ekelhafter. Warte, schlafe ich überhaupt? Die Augen sind einfach nur vergraut worden. Wow, echt faul. Komm, jetzt bleib irgendwie im Ball. Ey, würdest du mich verarschen? Nein, keine Attacke. Bleib jetzt im Ball. Warum bleibst du nicht im Ball? Einmal versuche ich es noch und danach ich komplett aus Amina. Komm, jetzt bleib drin. Na komm, bitte. No, oh, nee. Kein Bock mehr. Ich gehe weg hier, ne? Du bist einfach ein Rotz. So. Dann halt nicht. So, aber hier kann ich noch mal Bälle kaufen, ne? Ja. Nice.
Dann sortieren wir kurz unsere Bälle, würde ich sagen. Da ist mein Hyperball. Wie kann ich das denn hier sortieren? Hab ich's richtig gemacht? Nice. Gut. Achso, ich wollte noch, Wecker. Habe ich keinen Wecker? Als ob ich keinen Aufwecker habe. Oh, ja, nee, nicht zurück. Dann machen wir was anderes. Dann machen wir, ich habe einen Hyperheiler. Setze ich einen Hyperheiler ein. Und dann setze ich einen Supertrank zweimal ein. Oder nur einmal, reicht auch schon. Okay. So, bald geht's zum Ender und Finantor. Nein, nein, warum verfolgt mich das? Nein. Gibt es hier irgendwo verletzte Pokémon? Ich bin ein Arzt, ich kann helfen. Okay. Der Ingvar. Mensch, Ingi, was machst du hier? Ein Gardevoir. Ist aber kein sehr schneehaftes Pokémon. Nur weil es etwas leicht weiß ist, heißt das nicht, dass es Typ Schnee ist. Hat vielleicht Eis Attacken, ja. Aber trotzdem kein Eis-Pokémon. Hat überhaupt Eis Attacken? Bin mir da gar nicht mehr sicher. Und das hat voll viel Damage gemacht. Digga, was soll denn der Bullshit? Und bam. Nice. Wow, wie kann das sein? Jetzt ist mein eigenes Pokémon verletzt. Tja, passiert. Ein starker Trainer wie du hat sicher schon viele verletzte Pokémon gesehen. Das muss hart sein. Ja, schon. Oh Gott. Oh, wie cool das aufgebaut ist. Und dann spawnt da immer so ein Mensch. Hey, was geht? Ah, ist ein Trainer. Jo, lass kämpfen. Man sollte sich an die Dinge halten, die man auch bewältigen kann. Das gilt besonders für Bergsteiger. Jedes Risiko ist ein Risiko zu viel. Okay. Arsch. Mit seinem Stalos ist immer noch kein Eis-Pokémon. Meine Güte. Du checkst aber echt nie, oder? Das ist kein Eis-Pokémon. So, say goodbye. So, Stalos schon mal weg vom Fenster. Tschüss. Scooper. Mhm. 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 Ein Pampros. Was? Ach, das Vieh, stimmt. Aquasurschuss. Ja, reicht schon, okay. Okay. Epic. Krebi Level 50. Zwango. Hört sich an einem Wort an, was ich sagen würde. Zwango Dango. Anwender tanzt zu einem seltsamen Rhythmus und zwingt das Ziel mitzumachen. Dieses nimmt dabei die Fähigkeit des Anwenders an. Nein. Wollen die nicht rumalbern? Nein, danke. Bei starken Gegnern reicht es nicht, sich nur strikt daran zu halten, was man sicher bewältigen kann. Ha. Um noch mehr Dinge bewältigen zu können, müssen wir wohl auch mal ganz andere Grenzen überschreiten. Jupp, mag sein. Oh. Wo wollen wir lang? Nach links, oder? Nach rechts? Nach links? Ich glaube, rechts geht's weiter. Hi, ihr Süßen. Oh, rechts besser. Oh nein, 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 nein. Ist so ein Schild? Bist du Trainer? Wenn eine besondere Kraft, die aus dem Inneren eines Pokémon strömt, den Raum in dessen Umgebung verzerrt, so erscheint es viel größer, als es wirklich ist. Dieses Phänomen nennt man Dynamaximierung. Manche Pokémon ändern dabei sogar ihr Äußeres, was man Giga Dynamaxing nennt. Ja, das ist mir schon klar. Was hat da gerade ein Pokémon gespawnt, das Vieh? Sah gerade so aus. Okay, hallo, wollen Sie kämpfen? Und bei Kämpfen bin ich noch angespannter als bei der Arbeit. Ist das so? Okay. So, bei der Hälfte des Folges sind wir schon mal. Na, fast. Na cool, die ganze Zeit nur aufs V und der Business Man.
Lul. Oh, zwei Pokémon, dein Ernst, langweil mich doch nicht mit deinen Rotz-Pokémännern, die mich eh nicht aufhalten können. Piu, tot. Intelli Level 55, Hoodie Level 50 und Kusi Level 50. Zwolok und Sinemprim brauchen dringend Level. Nachspiel? Bei KO des Anwenders werden die AP der... Ah, ja! Das ist nice. Machen wir Dunkelnebel weg. Nice. Nachspiel ist nice. Lepumentas. Oh oh. Was war das für ein Vieh? Och, dich habe ich ja schon seit Gen 4 nicht mehr gesehen, mein Freund. Ja, wie geht's? Ey, no joke, ich habe den schon seit Gen 4 nicht mehr gesehen. Das ist effektiv? Lol. Ein Volltreffer sogar. Ich habe den wirklich seit Gen 4 nicht mehr gesehen. Glaube ich. Also zumindest, als ich selber mal Pokémon gespielt habe. Anderen Leuten habe ich den bestimmt schon irgendwann mal gesehen. Ich versuche meine Karrieren als Angestellter und Pokémon-Trainer unter einen Hut zu bringen. Okay. Super. Lass uns kurz heilen. Und ein paar Level-Ups verteilen zugleich. Blip. Blip. Nice. Wo sind denn die ganzen... Hier. Was haben wir denn für die EP-Bonbons? Ah, ein M. Warte, ich weiß nicht, wie es gerade aussieht. Ich hätte noch bessere jetzt im Moment haben können, aber... Wusste ich halt nicht. Ups, warte. Ich mach erstmal das hier. Wusste halt jetzt nicht, dass hier schon das Ende ist. Ich habe jetzt halt nichts gefarmt so. Komm, eins gebe ich dir noch. So, 250! Risikotackle. Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Anwender selbst verletzt, aber Digga, macht das viel Damage. Yo. Wollen wir Gegenschlag wegmachen? I don't know. Ich bin kein Fan von Doppelkick. Zumindest nicht bei Zwolok. Keine Ahnung. War das dumm? Ich weiß es nicht. Naja. Können wir noch immer noch tauschen, wenn wir Bock haben. Zack. Als ob das nicht reicht. Ich habe keine EP-Bonbons. Das reicht auch nicht. Jetzt aber. Nice. So, jetzt noch ein Sonderbonbon. Nein, nein, ein Sonderbonbon. Sonderbonbon. Zack. Level 50. Das sind alle Level 50 oder höher. Das sehe ich doch gern. Und guckt euch das Ding an, wie es schöner dreht. Kann man es bewegen? Nee, kann man nicht. Schade. Sieht so nice aus. Stolz auf unsere Arbeit. Bist du stark? Oh, tut mir aber leid. Ja, lass mal weiterkämpfen, würde ich sagen. Kennst du eigentlich die Sage, wonach Gala dem Untergang geweiht sei, sollte die Kramor jemals diese Region verlassen? Nein? Die hast du einfach mal gefunden. Fritz. Ein Kramor, natürlich. Wer hätte es nicht gedacht? Wie viele Pokémon hast du? Anspannung nerven. Zwei Pokémon, cool. Supi, ich freue mich nicht. Null. Zack, und dead. He very dead boy. Nice. Okay. Aua, das tat weh. Libeldra. Okay. So, die mach ich auch down. Nice.
Beatrice ist echt cooles Pokémon eigentlich. Kann auch richtig stark sein. Hält aber nicht so viel aus. Genauso über die alten Überlieferungen zu den Kramer weiß ich allerdings auch nicht. Immer wenn ich Kundschaft befördere, erfüllt es mich mit Stolz zu sehen, mit welcher Kraft mein Kramer uns trägt. Okay. Hi. Ich frage mich, wie lange wir von der Post wohl noch Briefe austragen werden. Bei dem Schneewetter hier. Tut mir echt leid, Bertrand. Pelipa. Passt zum Postboten. Na komm. Wie viele Pokémon hast du? Nur zwei. Nicht sehr effektiv. Oh nein, das hat zwar H2N, H2O. Okay. Das andere Ding hat H2O Absorber, das wäre krank gewesen. Aber nein, hat's nicht. Zum Glück. Ein Noctu. Tu, was du nicht knocken kannst. Hä? Macht keinen Sinn, was du laberst, Mike. Okay. Lol. Bam. Nice. Okay. Easy. Ich habe verloren und weißt du, was ich denke? Ich will niemals die Arbeit als Postbote draufgeben. Das ist doch schön. Wenn es dir Spaß macht, ne? Erst wenn ich niedergeschriebene Gefühle beim Empfänger ankommen, werden sie bedeutsam. Und wenn es der allerletzte Brief ist, der jemals verschickt wird, ich werde ihn zustellen. Okay, der macht seinen Job zumindest gut, ne? Na? Hast du noch mal Bock, in mein Team zu kommen? Oder zumindest meine Pokémon-Box, Pantimos? Du am Rumzappeln bist. Ja, will ich überhaupt? Tiefschlag. Aua. Aquavelle, bitte mach das nicht allzu viel. Oh, perfekt. Bin nur nicht sicher, ob ich ein weibliches fangen will, aber egal. Mach ich es erstmal, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Passt schon fürs Erste. Als ob. Das macht keinen Sinn. Und es happelt so langsam. Okay, ich dachte gerade, es wollte nochmal rausspringen. Ne? Hätte ich mir ehrlich gedacht, leck mich. Aber wollte es auch nicht, juhu. Super. Okay. Sneebel. Oh nein, es rennt Nachhilfe! Okay, ist weg. Sneebel ist süß. Ich mag Sneebel. Oh, Siberio. Oh Gott, ich hab's verärgert. Wir sehen, in Sodan und Bären wird das Essen gleich viel schmackhafter. Übrigens weiß ich vielleicht etwas über die mysteriöse Zutat, die man Gigapulver nennt. Besuch doch mal mein Pokécamp, dann können wir uns bösam austauschen. Ja, klar. Komm mal an. Ein Gala Porenta. Haben wir das eigentlich schon gesehen? Oh nein, das spoilert schon. Gala Galoppa. Oh Mann, egal. Mann, ich bin beleidigt. Okay, lass mich. Guten Tag, dein Nintendo ist ja total verspielt. Ich darf hier reden darüber. Und da ist schon die Weiterentwicklung von dem Galapantimos. Weiß gar nicht, wie der heißt, aber ihr seht ihn da. Ich versuche mal so herzuholen. Das ist die Weiterentwicklung von Galapantimos. Und da ist gerade Smogbock, für die es nicht gesehen haben. Ich finde ihn sehr lustig. Kann ich jetzt eigentlich mit dem Typen reden? Dann halt nicht. Schade. Danke, Mann. Du hast alles gespoilert, Blödian. Hi. Oh, hier sind so viele Trainer. Uiuiui, da bin ich doch gerade einem Trainer begegnet. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch gar keine Lust zu kämpfen. Ja, muss doch nicht mit mir kämpfen, wenn ich will.
Und dann macht er einfach okay Hand. Cool. Spaß. Brokkolos! Das kann doch echt nichts mehr mittlerweile, du. Das macht mir rein gar nichts, schaut wie gestern. Zumindest ein einziges Pokémon, das wäre für mich eine große Hilfe. Am besten gibt es mir auch ganz viele Level. Lol. So, solange keine Robustheit hat, ist down. Nice. So, kein Volltreffer. Okay, 5 Minuten haben wir noch mit der Folge. Glaube ich. Müssten wir. Vielleicht habe ich auch eine XXL-Folge jetzt aus Versehen. Aber dürfte eigentlich nicht sein. Hätte er Katz gemacht. Aber das war letzte Folge, oder nicht? Rizeros. Interessantes Vieh. Interessantes Vieh. Rizeros hat noch eine Weiterentwicklung, für die es nicht wissen. Wie Rihornior, glaube ich. Rihorn, Rizeros und Rihornior. Aber Rihornior kriegt man nur, wenn man dieses eine Item, was wir in vor ein paar Folgen gefunden haben, Rizeros gibt und es dann levelt. Ich glaube, es funktioniert so. Wenn nicht, könnt ihr auch einfach den Namen Rizeros in Google eingeben oder DuckDuckGo oder was, wenn eine Suchmaschine auch benutzt. Und dann, PokeWiki und dann steht das da. Level stimmen nicht immer da bei PokeWiki, aber meistens. Okay, nice. Wir kriegen ganz viele Level 51er. Was habe ich denn falsch gemacht? Habe ich mit dem falschen Boom angefangen? Keine Ahnung. Will ich nicht sagen, du. Ich mag zwar verloren haben, aber ich konnte eine Menge lernen. So gesehen bin ich also der Gewinner von uns beiden. Wie du meinst? Ist das Ende? Nein, da sind noch welche. Und deinem Auftreten aus Urteilen bist du kein gewöhnlicher Pokémon-Trainer. Ja, so pink wie ich da stehe. Aber jetzt gleich in Pascal City können wir ja noch mehr Pink kaufen. Da gibt's so neue Sachen. Da freue ich mich schon. Ich hoffe, da gibt's dann auch mein finales Outfit. Denn das ist natürlich nicht mein finales Outfit jetzt. Das ist jetzt nur, bis ich in Pascal City bin. 3 Pokémon. Ey, du bist doch richtiger Langweiler. Oberlangweiler, Junge. Oh, alle muss ich mit meinem Finger umbringen. Schnips. Oder Piu. So, dann bist weg. Okay. Legios. Ist kein Legi. Nein, nein. Ich denke immer bei Legios, das sind mehrere Pokémon. Sieht doch so aus, oder? Sieht aus, als wären da 6 Pokémon in einer Reihe. Aber es soll ein Pokémon sein. Okay. Gut, hier in die Level ab. Cool, cool. Ein Kaokto setzt da ein. Damn. Was ein Auftritt. Zu schade, dass er umsonst war. Bam! Und er lebt noch. Kacke. Kraftkoloss. Aua. Aua. Das tat weh. Und Hagel tut mir noch weh. Super. Bin fast tot. Oh, epic. So, jetzt weg mit dir. So, was können wir die Folge noch machen? 251, cool, cool. Und mein lieber Herr Gesangverein, dein Pokémon-Team ist ein wahrer Augenschmaus. In Gala ist es von Alzers Herr Sitte, seinem Gegenüber Respekt zu zollen, indem man einander sein liebstes Pokémon zeigt. Okay, Alter, wie viele sind denn hier noch? Ist immer das Ende? Muss ich meinen Pokémon heilen? Ja, muss ich. Hier ein Hypertrank. Ich muss neue Hypertränke kaufen. Komm, ich will die Stadt noch erreichen. Lange nicht mehr gesehen! Ich bin gespannt zu erfahren, wie stark du inzwischen geworden bist. Ein hervorragendes Team aus Trainer und Pokémon, der strahlt hell vor der Kamera. Yeah! Die Interviewer Lynne und Scott. Die haben mich schon im Fernsehen gesehen. Klicki, klick die Klack. Die letzte Entwicklung. Und ein Elisard. Klick die Klack, genauso hieß das. Und Elisard, genauso hieß das. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Was? Komm, versuchen wir mal Risikotackle. So, die schießen wir jetzt mal ab, ne? Tschüss. Bam.
Du bist weg. Du klick, die klackst jetzt nicht mehr. Und du machst Risikodeckel. BAM! Nice. Aua. Silenbrim, auch Level 51. Endlich. Aua. Aua. Haben die noch einen Boomer oder was? Anscheinend. Oh, Hafnir. Oh oh. Wie so ein Pferd. Togedemaru. Togedemaru. So, du machst auf den. Oder mal, dann machst du einfach auf den. Das da. Oder komm, mach einfach direkt Präzisionsschuss. Kein Bock mehr. Komm, haut rein hier. Oh nein. Habe ich es falsch rum gemacht? Oh nee, ich glaube, ich habe es falsch rum gemacht. Oh oh nein, ich war ein Robler. Das ist eine mega gute Attacke. Ja, deshalb. Macht viel Damage. Und paralysiert. Kacke. Oh, Kacke. Nein, hör auf! Was zum Teufel? Wieso so viel? Okay. Ach, reicht jetzt. No! So, mein letzter Präzisionsschuss auf den und einen Gegenschlag. Achso, oh. Auf den und einen Gegenschlag auf dich. Psst, aua. Oh nein, 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 nein! In der Leere! Das geht zu weit! Bam! Es lebt noch. Nein! Na, Togedemaru ist zumindest down. Immerhin. Ey, wie lang noch? Meine Güte, dauert das lang. Kremi, mach du mal wieder was. Hab die Schlange nicht mehr eingesetzt. Yeah. So, Bushoin. Und du machst deinen Kopf bloß auf den Uhaf. Oh nein, nein, noch nicht auf Zwollock, du Blödmann. Oder blöd Frau, weiß nicht, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, hab's nicht gesehen. Blöd Frau. Lol. Naja. Was auch immer. Wir sind durch. Von daher stärke ich mir die Worte. Einen Trainer wie dich sollten wir im Auge behalten. Eine Niederlage, aber zumindest konnte ich so eine Stärke aus erster Hand erfahren. Jojo. Wenn du dir den Titel holst, will ich aber ein Exklusivinterview mit dir, hörst du? Okay. Durch die Linse meiner Kamera wirken deine Pokémon magisch anziehend. Es schimmert so eine Aura um sie herum. Echt? Okay. So. Und hier. Jetzt lang nach Score City, da ist es. Oh, wie schön. Und diese schöne Pracht. Wahrscheinlich mit dem Hauptkampf da am Ende. Wird gleich spawnen bestimmt. Das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.